Weiter geht's hier bei The Witcher 3 in der Haut von Geralt von Riva. Und dieses Mal machen wir auf jeden Fall weiter, wie ich es auch schon bei diesem wunderschönen Wetter hier auch sehr gerne sagen wollen würde, nämlich bei Weißgarten, bei all den ganzen Leuten, denen wir hier unbedingt auch noch helfen müssen, denn wir wissen ja, dass dieser Ort ein Ort der Zerstörung ist, der Korruption ist und dass, wenn wir hier überhaupt Leichen finden, dass das natürlich auch zum Alltag gehört. Die Dorfbewohner brauchen uns und diese will ich natürlich nicht im Stich lassen. Was ist denn hier los? Oh. Schlüssel verloren, meine Liebe? Nein, nicht den Schlüssel. Meine Pfanne. Die Hütte steht leer. Stand sie jedenfalls bis zum Abend vor der Schlacht. Dann lief ein Mann da rein, der tat, als gehöre ihm alles. Stand später an meinem Fenster und lugte hinein. Muss mich gesehen haben, denn als nächstes kam er direkt auf mich zu. Da schnappte ich meine Pfanne zum Schutz. Aber er sagte nur höflich, meine Liebe, hättest du wohl etwas Birkenrinde oder Blaubeeren, vielleicht auch ein paar Kohlen? Ich sagte, nein. Und du bist ja verrückt, dass du die Leute nachts um solchen Schnickschnack bittest. Aber ich sah, dass er gar nicht zuhörte. Er starrte auf die Pfanne wie eine Elster auf den Kopper. Leih sie mir, Mütterchen. Ich geb sie dir morgen wieder. Da hab ich gestaunt. Was will er denn nachts braten? Aber ich hab ein gutes Herz. Da hab ich sie ihm gegeben. Das war's, mehr nicht. Und dann? Interessant. Und was geschah dann? Vor Tagesanbruch kam noch ein anderer angeritten. Aber morgens brach nur der erste Mann auf, verschloss die Tür, sprang auf sein Pferd und ich habe weder ihn noch meine Pfanne wiedergesehen. Sie war alt und verrußt und nicht viel wert, schätze ich. Aber eine andere habe ich nicht. Willst du mir nicht helfen, Jungchen? Einer alten Witwe die Pfanne zurückbringen? Ich kriege diese Tür nicht aufgebrochen. Und ich habe auch Angst. Es stinkt so schlimm. Ich glaube, der andere Kerl, der liegt da noch drin. Na gut, wir helfen da auf jeden Fall mal. Und es klingt ein wenig interessant. Was meint ihr? Mein erster Pfannenauftrag. Gut, ich geh mal rein und seh mich um. Du solltest lieber hier warten, nur für den Fall. Dann wollen wir mal sehen. Eine blitzblanke Bratpfanne. Na, hierdurch kann ich nicht, aber ich habe eine Idee. Und wisst ihr welche? Wir benutzen das Art. Das kennen wir ja mittlerweile für Blockaden. Oh, plötzlich wird ein bisschen hyperaktiv. Objekte zerstören. Einige Objekte können zerstört werden. Sie sind mit dem Symbol Dreieck markiert. Wenn du ein Objekt zerstören willst, das deinen Weg blockiert, stell dich davor und wirke das A-Zeichen. Ja, das kennen wir ja. Haben wir gerade schön prozediert hier. Aber was sucht sie genau? Oh, hier liegt sogar eine Rüstung. Nehme ich doch gerne mit. Gut, ich habe zwar nur das Gold genommen, aber mehr brauche ich nicht. Tabakspfeife und Co. werde ich jetzt nicht nehmen. Was ist denn hier los? Eine Leiche. Das erklärt den Gestank. Shit. Seine Kehle. Er wurde erdrosselt. Dann einige alte Narben. Wie bei einem Soldaten. Wie bitte, mein Lieber? Nichts, nichts. Shit. Und was ist hier hinten? Da leuchtet was. Eine Pfanne. Ah, die unbezahlbare Bratpfanne. Hm, sauber geschrubbt. Der geheimnisvolle Mann hat wohl weniger die Pfanne gebraucht, als vielmehr den Ruß, zum Tinte machen und Briefe schreiben. Und wenn ich mit mir selbst rede, heißt es, ich wäre übergeschnappt. Na, so übergeschnappt kommst du mir auch ein bisschen vor. Na gut, man muss ja auch wissen, dass hier in dieser Gegend
natürlich auch nicht nur eben, was weiß ich, Krieg oder so geherrscht hat. Ich meine, die Leute haben hier gar nichts. Und da ist mal so eine Pfanne einfach Gold wert, gerade für eine Frau, die kulinarisch vor allem kocht. Aber gut, mal sehen, was sie jetzt zu sagen hat, die alte Witwe. Hier, deine Bratpfanne. Meine? Aber die war völlig verrußt. In dieser hier könnte ich mich spiegeln, wenn ich wollte. Aber die Zeiten sind lang vorbei. Der Mann hat den Ruß gebraucht. Er hat ihn abgeschabt, um Tinte daraus zu machen. Und der andere Mann? Er ist tot. Ruf ein paar Jungs und begrabt ihn beim Dorf. Aber tief, damit die Leichenfresser ihn auch nicht ausgraben. Ich rate euch gut, sagt den Schwarzen nichts von der Sache. Warte mal, du hast dir ein Zeichen meiner Dankbarkeit verdient. Hier, Söhnchen, für die Reise. Vielen Dank. Ich brate mir einen Weißfisch zum... Eine blitzblanke Bratpfanne und einfach mal so abgeschlossen 10 Erfahrungspunkte ist jetzt natürlich nicht das Beste. Aber ich habe noch eine ganz andere Quest hier. Und da müssen wir nämlich den temerischen Schatz finden. Mit Hilfe unserer Hexersinne. Und das will ich mal gerne mit euch zusammen machen. Mal schauen, ob wir da auch so gut hinkommen. Und ich bin unglaublich gespannt, was für Schätze wir hier finden werden. Denn das wird alles hier richtig spannend. Richtig spektakulär. Die Leute sind auf jeden Fall alle hier wieder wirklich schön an ihrem Alltag nachgehen. Und wir reiten hier wieder weiter vor zu einem Job. Wir sind ja hier schon fast wie eine Aushilfe, was wahrscheinlich auch hier den Lohn hier angeht in diesem Spiel. Aber wie ist das bei euch? Findet ihr das gut, dass man in diesem Spiel eben so viele diverse Möglichkeiten hat, die sehr differenziert dargestellt sind? Also sprich eben mal so eine Bratpfanne retten, dann eben, ja, auf gut Glück dann irgendwie irgendwelche Monster killen oder so. Wir finden hier einfach alles. Oh, was ist denn hier los? Nix da. Na los, euch schnapp ich mir. Mist. Oh, ich glaube, da muss ich mal einmal kurz runter. Habe ich kein Problem. Level 7. Ja, was habt ihr denn gedacht? Nix da. Mich trefft ihr nicht, da ist noch ein Primitiver. Aber wisst ihr was? Ich habe eine Idee. Autsch. Okay, 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 okay. Das, was ihr könnt, kann ich schon lange. Level 7. Oh, der hat sogar seinen eigenen Freund getroffen. Das ist ja mal gut. Gib's auch mal. Komm. Komm schon, komm schon, komm schon. Der greift doch jetzt nicht nur mit einem Bogen an. Ich glaub's nicht. Du Lusche. Komm schon. Dass sie sich noch mit uns anlegen wollen. Das waren wieder irgendwelche Banditen oder so. Gibt's ja von sowieso genug, die den armen Leuten hier irgendwie Geld abzocken wollen. Solche richtigen Abzocker irgendwie. Ja, ja. Typisch. Typisch, typisch, typisch. Okay, dann können wir ja mal auch sehen, welcher Schatz sich hier eigentlich geborgen hält. Was ist hier drin? Kann ich hier einfach rein? Ah, kann ich, gut. Dann wollen wir mal sehen, was hier so alles gibt. Mit unserer Hexersinne, mit unserer Wolfsicht hier. Hier gibt es bestimmt einiges. Oder auch nicht. Muss ich etwa runter? Oh ja, ich muss runter. Irgendwas ist hier versteckt. Irgendetwas. Etwa hier? Ein Schatz? Jägerhandschuhe. Eine Waffe namens Glanz. Oh, jetzt haben wir hier natürlich auch noch ein paar Items. Vielleicht aktualisiert sich was. Schema Glanz. Ich nehme einfach mal alles mit. Und wir können eventuell auch noch etwas lesen. Wobei ich zu einer Lesestunde später irgendwie raten würde. Ich glaube, das langweilt euch sowieso nur. Wir haben jetzt temerischen Schatz vollendet. Und dann können wir auch noch ein Schiff nach Skellige finden. Allerdings brauche ich da natürlich viel, 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 viel mehr EP bzw. Level. Das würde sich so nicht lohnen. Aber komm, schauen wir mal ganz kurz im Inventar nach. Ich denke, das muss auch noch einfach mal dazugehören.
wie zum Beispiel hier Jägerhandschuhe plus 5 Rüstung, also sprich hier habe ich 4 Rüstung mehr, nehme ich doch gerne mit, das sind eben Jägerhandschuhe und wir können uns selbstverständlich auch als Jäger irgendwie hier qualifizieren, würde ich sagen, ne? Oh, schaut mal an, ein neues Silberschwert und das macht sogar viel mehr Damage. Ja, diese Silberschwerter haben es auf jeden Fall in sich. Wir wissen das ja zum Glück. Und wir haben eine Fackel. Cool. Okay, allerdings würde ich mal gerne wissen, wie ich diese Fackel benutze. Vielleicht weiß ich's. Ich glaube, ich muss hier... Aha. Passt doch. Sehr geil. Na gut. Ich will gar nicht wissen, wie lange diese Fackel an ist. Ich glaube, unendlich, oder? Finde ich richtig gut, dass wir die Fackel benutzen können. Aber gut, komm, wir müssen auf jeden Fall noch hier ein bisschen begutachten. Ich glaube, das lasse ich nicht einfach so stehen. Hier ist auf jeden Fall zum Beispiel noch ein Fragezeichen. Hier sind überall noch Fragezeichen. Mal sehen auch, ob wir noch irgendwelche Quests hier offen haben. Hier ist noch ein zerstörtes Dorf. Klagebrücke, ich meine, da waren wir jetzt gerade. Zerstörte Dörfer, irgendwelche Leute, die Hilfe brauchen. Ich finde das immer so interessant. Komm. Oh, hier hinten sind sogar mehrere Fragezeichen. Oder hier. Komm, da müssen wir mal hin. Ist doch sofort auf dem Weg. Wäre ja blöd, wenn ich das ignorieren würde. Ignoranz ist keine Tugend. Friedhof von Weißgarten. Ah, die Friedhöfe kenne ich irgendwie. Zumindest die Friedhöfe... Die Friedhöfe von Rizima. Magie. Ein Ort der Macht. Ah, das gefällt mir. Ein Ort der Macht. Das brauchen wir auf jeden Fall, denn ihr wisst ja auch, dass wir durch unser Medaillon so ein bisschen Magie, Macht aufnehmen können. Das konnten wir auch schon bei The Witcher 1. Oh! Eine Mittagserscheinung. Das habe ich jetzt nicht gedacht. Oh, Backe, oh, Backe, oh, Backe. Nix da. Nicht mit uns. War es das? Ich glaube schon. Na, diese Mittagserscheinungen sind nicht zu spaßen. Aber wir können von Glück reden, dass es hier überhaupt Kräuter gibt. Okay, und jetzt wollen wir mal ganz kurz hier interagieren. Nochmal. Du hast einen Fertigkeitenpunkt erhalten. Und was ist hier? Eine Katakomben? Da muss ich unbedingt rein. Mit unserer Fackel. Und unserem Silberschwert. Wer weiß, welche bösen Kreaturen hier sind. Das sieht irgendwie nach Falle aus. Bewachter Schatz. Oh nein, nicht schon wieder. Nicht mit uns. Und wisst ihr, was ich noch machen werde? Ich werde hier auf jeden Fall das Igni ausrüsten, denn das ist hier auf jeden Fall lukrativ hier. Ich glaube, Feuer ist gut gegen diese Mittagserscheinungen. Was ist denn hier nochmal drin? Zutaten, super. Könnten vielleicht irgendwann mal hilfreich sein. Ich mag diese Katakomben. Die gab es nämlich bei The Witcher 1 und The Witcher 2 auch. Die sind eigentlich bekannt hier eigentlich. Und mit eigentlich sage ich auch eigentlich, weil die Leute hier meistens versuchen, etwas zu verstauen. Wie zum Beispiel ein Toter hier. Gildorfer Schwert. Ein neues Schwert. Sehr praktisch. Komm, wir schauen uns das mal an. Was für ein Schwert ist das? Ich hoffe, ein gutes. Das macht sogar mehr Schaden als unser jetziges. Nehme ich doch gerne an, oder? Ganz ehrlich. Ja, das Schwert ist sogar besser. Wie cool ist das denn? Sehr cool. Ich will nicht wissen, was der Typ hier suchen wollte. Meistens gehen die Leute auch selbst auf Schatzsuche wegen der schlechten Wirtschaft. Hier liegt noch ein Toter, der irgendwie einen Körper da reinmachen wollte. Na, wer glaubt's? Wer es glaubt, wird selig. Schatzsuche. Vipern. Schulen, Ausrüstung. Na gut, na gut, na gut. Ich glaube, wir finden so einiges hier. Plus 5 Rüstung.
Kavallerie-Handschuh. Könnte ich normalerweise benutzen. Mach ich mal. Ist sogar blau. Und ist magisch. Schauen wir mal ganz kurz nach. Ja, ich glaube, diese Handschuhe, die ich gerade ausgerüstet habe, sind sogar besser. Für die Leute, die übrigens das lesen wollen, einfach mal Stopp drücken. Da will ich euch auf jeden Fall nicht langweilen, wenn ich das alles irgendwie vorlese. Aber gibt's hier sonst nichts anderes? Das war's? Oh, Backe. Na gut, allerhöchste Eisenbahn, nichts wie raus hier. Hier will ich nichts mehr zu tun haben. Ein Ort der Macht. Ich sollte Kraft daraus ziehen. Haben wir schon letztes Mal. Ich glaube, doppelt geht das gar nicht. Oder geht das? Komm, wir versuchen es mal. Ich versuche es mal. Ah, es geht. Ach, das ist so ein Buff, kann man sagen. Es ist einfach nur ein Buff, mehr ist das nicht. Ich dachte, wir hätten jetzt dadurch eine Fertigkeit erlernt, beziehungsweise dazu bekommen. Könnte natürlich auch sein. Ich habe da jetzt nicht drauf wirklich geachtet. Alles, was mir wichtig ist, ist eben jetzt auch noch dieser Schatz, der hier irgendwo bestimmt noch rumlauert. Wer weiß, was für Schätze es noch so hier noch so gibt. Natürlich einmal kurz hier markieren. Das wäre hier. Da werden wir auf jeden Fall nochmal hinreisen. Und irgendwann dann, wenn es wirklich so weit ist, können wir dann wirklich auch mal den Weg Richtung der unserer Hauptmission überhaupt ein bisschen wagen. Weil momentan fühle ich mich noch nicht so bereit. Wir sind ja, weiß ich nicht, irgendwas mit Level 5 oder sowas. Oh. Oh oh. Mist. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Plötzlich hat Angst. Und jetzt kurz runter. Jetzt gibt's schön auf die Nase. Mixer. Oh, das sind ein bisschen viele. Aber ein kurzer Prozess. Ich bin nämlich der wahre Wolf hier. Der Wolf-Hexer. Gibt es auch mal, ne? Wölfe gibt es hier sowieso genug. Aber ein verlassener Ort. Ich glaube, das ist wirklich ein Schatz. Kavalleriehose. Wie cool ist das denn? Komm, wir gucken mal nach Hinweisen. Muss ich alles annehmen hier? Möchte hier nichts vergessen. Wäre ja mir gegenüber schon ein bisschen blöd, wenn ich hier überhaupt was vergessen würde. Ah, das ist schön. Das gefällt mir hier, wenn ich ehrlich bin. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Jägerhose, bla bla bla. Werde ich auch noch alles verkaufen, aber ich glaube, dieses Verkaufen werde ich euch auch nicht zeigen. Alles, was ich euch zeigen werde, ist, dass ich das ausrüsten werde. Da habe ich nämlich schon mal wieder was ausgerüstet. Das gefällt mir sehr. So, und jetzt haben wir da noch ein paar Jägerhosen unter anderem. Und eben so einen anderen Krimskram, Ananas. Brauchen wir alles nicht. Aber ich finde das praktisch hier, wenn wir hier jedes Mal finden, ein bisschen durchscalen. Ist ja natürlich auch schon so ein wenig pushen von sich selbst hier natürlich, indem man hier die ganzen Items hier aufhebt, transferiert. Und jetzt gehen wir nochmal natürlich überhaupt hier zu dem nächsten Fragezeichen. Dann wollen wir mal sehen. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. 8 Uhr morgens ist es und wir gehen jagen, während alle anderen bestimmt noch schlafen. Ah, versteckter Schatz. Ich sag doch, hier sind Schätze. Oh, wir werden angegriffen. Aber von Wolfen. Von Wolfen. Von Wolf, Wolf, Wolf. Oh, da kommen einige auf uns zu. Mann, 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 das sind sogar viele. Uiuiui. Verdammt, bist du hässlich. Komm nicht. Der Schatz ist bewacht. Aber kein Problem. Ein Wag. Verreckt. Das war's, glaube ich. So, und hier liegt noch einer scheinbar auf dem Boden. Was ist mit dem passiert? Bestimmt ein Typ, der irgendwie gereist ist. Oh, wir kriegen ja wieder Besuch. Hey. Ihr wollt doch alle nur brennen. Seltsam. Wurde der in Stücke zerrissen? Was ist denn hier los? Das ist irgendwie kurios.
Notizen. Oh mein Gott. Immer noch Wölfe hier. Das gibt's doch nicht. Rohes Fleisch. Ja, die sind ja meistens auch hier mit ihrer Karawane. Und versuchen dann irgendwie weiterzuziehen. Aber hier sind doch wieder Wölfe. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Hier ist irgendwo ein Wolfs... Hier ist irgendwo eine Wolfsquelle. Ein Rudel oder sowas. Da kommen richtig viele. Oh mein Gott. Das sind echt viele. Aber wisst ihr, was wir machen werden? Wir werden mal ganz kurz hier meditieren. Bis abends. Oder bis mittags kurz. Kurz vor Mittag. Ah, das gefällt mir. Okay, und jetzt der nächste Ort. Ich glaube, das ganze Essen hier brauche ich gar nicht aufzuheben. Ich glaube nicht, dass die unbedingt ausschlaggebend sind hier für meine Quests oder so. Dann ist hier jetzt der nächste Ort. Komm schon, Plätze. Beeilung. Das wird nochmal richtig spannend. Hier hinter ist das irgendwo. Na, ein Portal wäre jetzt sehr hilfreich. Oh mein Gott. Was war das denn jetzt? Irgendwas hat meine Map hier geöffnet. Ich weiß aber nicht was. Und ich weiß auch nicht, was für Viecher hier rumlaufen. Aber hier könnte es gefährlich werden. Ich lausche mal ein bisschen. Oh Gott. Wir kriegen Besuch. Ist das wieder hier ein Lager? Oh ja. Hey, ich wollte euch mal nicht stören hier. Dich sowieso nicht. Das sind mehrere. Na, ihr müsst schon mich leben. Vor allem lieben. Verbrenne. Nix da. Du Banane. Oh mein Gott. Ich hätte nicht gedacht, dass wir hier so viel sehen würden. Ich bin selbst ein wenig überrascht hier. Ich glaube kaum, dass ihr überhaupt die ganzen Wachmänner hier, die hier natürlich alle hier Stadtwache halten und versuchen hier einen auf Verbeamte zu spielen, niemals überhaupt wichtige Items haben. Deswegen werde ich direkt hier 12 Uhr in das Zelt hier gehen. Na, was ist denn hier? Jägerhose. Sonst nichts? Was habt ihr hier bewacht? Was ist das denn? Ein Leserbrief. Komm schon, ein bisschen lesen müssen wir auch mal hier. Ist ja ein bisschen blöd. Mittlerweile habe ich einfach so viele Quests hier. Irgendwann fühlt man sich ein bisschen auch blöd. Hingeschmierte Notizen. Die Dinge laufen immer besser für uns. Wir haben tief im Lager unser... Was? Wir haben tief im Wald unser Lager aufgeschlagen. In der Nähe der alten Mühle. Und waren schon ziemlich erfolgreich. Es heißt, die Leute sind arm. Wenn man sie lang genug ausquetscht, fällt immer was ab. Ein Sack Getreide hier, ein paar Kronen dort. Nicht schlecht für die leichte Arbeit, eindeutig besser als die Armee. Zumindest haben wir was, womit wir unsere Bäuche füllen können. Und das Risiko, dass wir dafür mit dem Leben bezahlen, nun, das ist immer noch kleiner, als wenn wir die Nilfgaarder unter Natalis Befehlen jagen würden. Aha. Dreckiges Geld. Aktualisiert. Komm, das schauen wir uns auch mal kurz an hier. Unter den Quests hier. Dreckiges Geld. Wo ist das denn? Da ist es. Quest verfolgen. Ah, hier ist doch irgendwo ein Schatz. Hier oder was? Oh, wir haben wieder ein Schwert gefunden. Einen Moment. Wellener Schwert war das. Na gut, das ist jetzt aber nicht so gut wie unseres. Unser aktuelles. Aber wo ist denn hier ein Schatz? Hier vielleicht? Na gut, ich glaube, das war's. 10 Orans. Na, 10 Orans. Damit kann ich mir ja gar nichts kaufen. Vielleicht mal 10 Burger oder so. Oh, ich brenne. Nicht mehr.
Okay, dann wollen wir mal sehen, wo es noch hier Fragezeichen gab. Zum Beispiel hier hinten gab es noch zum Beispiel ein Fragezeichen, das will ich mir auch nicht entgehen lassen. Und dann sehen wir vielleicht auch, wie wir uns skillen können. Ich denke, das sollten wir dann auch noch irgendwann machen. Ich finde es schon cool hier, was wir alles finden. Die Bewohner wissen natürlich nichts davon, dass hier irgendwelche Müllmänner hier irgendwie rumlaufen, irgendwelche Lakaien oder eben Besoffene. Langsamer. Oh, hier runterfallen wäre nicht so ratsam. Gehen wir mal hier lang. Vielleicht gibt es hier was. Oh Gott, ich muss hier runter, glaube ich, reiten. Ah, ich muss hier runter reiten einmal. Einmal außen herum, nicht, dass ich hier gleich noch die Beine oder sowas breche. Wäre ja fatal. Und so primitiv sind wir auch nicht, wie diese ganzen Wachen hier. Was ist das hier für ein Ort? Kicherbrücke. Macht mal die Tür auf. Ein Ort der Leere. Das kann was werden. Coole Sache. Ich dachte jetzt, sie würden hier irgendwie auf Fallen oder so zustoßen, aber dem war nicht so. Oh. Monsternest. Okay. Ertrunkene. Stopp, das sind Ghule. Oh Gott. Kommt her. Ich rasiere euch alle. Ein Ort der Macht ist hier auch noch. Sehr, sehr praktisch. Hier ist irgendein Viech noch. Zum Zerstören eines Monsternestes. Brauchst du eine Kerletsche, Samum oder die Bombe? Komm, mach ich kaputt. Und tschüss. Platzt das jetzt? Kommt davon. Der professionelle Ungeheuertöter. Okay, wir haben jetzt Quentzeichen, 30 Minuten. Sehr schön, es gefällt mir. Und wir müssen... Ich habe was gehört. Da sind ja wieder irgendwelche Feinde, das gibt's doch nicht. Man kann ja gar nicht genug bekommen. Von denen wurden wir übrigens auch vorher angegriffen, in der ersten Episode, soweit ich weiß. Bin mir da aber gerade unsicher. Diese Ghule sind eigentlich weit verbreitet. Die treiben auf jeden Fall immer ihr Unwesen hier überall rum. Das war's? Ach du meine Güte. Gut, dann gehen wir noch hier hin auf jeden Fall. Überall Fragezeichen. Aber finde ich echt geil hier, ganz ehrlich. Besser hätte man ein Spiel auch nicht machen können. Streitkolben. Orange. Man kann hier so viel farmen. Ich bin auch immer am Überlegen, ob ich das wirklich alles im Let's Play zeigen soll, wie ich alles einzeln hier farme. Ich denke, das werde ich nicht machen. Ich werde so kleine Sequenzen dazu schneiden, dass ihr eben so einigermaßen mitkommt. Ich glaube, das würde sonst so oder so zu lange dauern. Deswegen versteht mich da absolut nicht falsch, wenn wir hier ein bisschen Weißgarten in der Hinsicht ein bisschen erkunden. Oh, hier ist wieder ein Monsternest. Langsamer. Oh Gott. Das sind sogar viele. Hi. Ein Ghoulnest. Ich muss es zerstören. Was geht? Verbrennt alle. Nix da. Ongardo. So, hier oben ist noch das Nest. Einmal zerstören. Zack. Pfeffer rein mit Schwarzpulver und Salz. Und tada. Ein bisschen Silvester. Schadet ja nie. Und jetzt wieder zur nächsten Stelle, wo wir auch immer hingehen können. Ich mag das unglaublich hier. Das ist hier schon ein bisschen Jagen, oder? Ich würde das sogar Jagen nennen hier. Was ist denn hier? Banditenlager. Oh mein Gott, hier war ich noch gar nicht, glaube ich. Kann das sein? Oder war ich hier schon? Ich glaube, da war ich schon. Schmugglerversteck. Ah, da war ich schon, sonst wäre das ja nicht aufgelistet. Hier ist auf jeden Fall noch ein Erkundungsbereich, also ein Ort, der ist auf jeden Fall erkundungsfreudig.
Lauf, wollen wir das noch machen? Ich weiß es nicht. Dann dauert diese Folge so lange. Ich weiß nicht, ob man das machen soll. Ich bin immer am Überlegen, ob das irgendwie empfehlenswert ist. Ich hoffe, das ist nicht so weit. Ich hoffe es. Ah, hier waren wir schon mal, glaube ich. Los, ich glaube, hier waren wir schon mal. Ah, hier waren wir schon mal. Mist. Hier waren wir schon mal. Ja, ich glaube, hier brauchen wir nichts mehr zu machen. Hier gibt es bestimmt auch nichts mehr Großartiges. Langsam. Weil wir haben hier wirklich fast alles gemacht, hoffe ich. Hier Jägerhandschuhe und so ein Krimskram. Das werde ich alles noch verkaufen. Und ich denke, wir sehen uns dann bestimmt wieder bei einer nächsten Episode. Ich denke, ein wenig bei den Bauernhöfen und natürlich bei den ganzen Banditen einen Besuch abzustatten, war jetzt nicht verkehrt. Gerade diese ganzen Fragezeichen haben mich auf jeden Fall interessiert und wir werden auf jeden Fall in der nächsten Episode bestimmt noch mehr geheime Ortschaften sehen, noch mehr von der Story vielleicht mitbekommen, denn diese sind auf jeden Fall lukrativ.